Also wir haben eine App programmiert, entwickelt, die jedem, der noch in die Schule geht, dabei hilft, seine Sachen nicht zu vergessen. Das heißt, wenn man ein Dussel ist, ich glaube, das sind wir alle drei, dann ist diese App sehr hilfreich, weil sie einem hilft, dass man zum Beispiel die Sportsachen oder die Schulsachen nicht vergisst. Und vor allen Dingen erinnert die einen auch an Hausaufgaben und Arbeiten. Das haben wir zwar jetzt noch nicht geschafft, es einzuprogrammieren, aber immerhin kann man eben die Fächer in einen Stundenplan eintragen. So sieht unsere App jetzt halt aus. Und da kann man jetzt halt auf so ein Plus drücken. Auf so ein Plus drücken. Und dann kann man da was eingeben, halt irgendein Fach, zum Beispiel Deutsch. Und dann, wenn man dann fertig ist, dann wird das dann halt hier angezeigt. Dann Da muss man noch ganz kurz sagen, wie man hier ganz gut sieht. Das klappt irgendwie noch nicht, dass jetzt das Deutsch hinter dem Plus steht, aber okay, gut. Dann haben wir hier unten noch die aktuelle Zeit. Hier sieht man das vielleicht. Wir haben. Kann diese Zeit stimmen? Ja, die stimmt. Ja, sie stimmt tatsächlich. Wir haben 1:33 Uhr und 24, 25, 26, 27, 28 Sekunden. Und das ist jetzt noch nicht in das Programm integriert, aber am Ende wird es einem sagen können, ob das, also wie weit der momentane Tag von dem Tag der Arbeit, der Hausaufgaben oder, ja, man versteht, was ich meine, glaube ich. Sag ich doch, ich bin ein Dussel. Ja, das Gleiche kann man auf dem Laptop machen. Also sagen wir mal so, ich, während der Alexander das jetzt wieder hinbekommt, würde ich gerne noch was sagen, nämlich wir haben vor, dass diese App noch im Coda Dojo, das ist ein anderer Programmierkurs, sie weiterzumachen, so dass man eben, okay, wir haben kein Internet, klappt jetzt leider nicht auf dem PC, aber da wollen wir diese App weitermachen. Das heißt, sie wird am Ende einen auch daran erinnern können, dass man, keine Ahnung, dass man am nächsten Tag Hausaufgaben hat und die abgeben muss und dass man da eine Arbeit hat und ja, sowas halt. Danke.